Mail ist vielleicht 2 Minuten alt. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich in deren E-Mail-Verteiler bin, aber ich soll es mit der Menschheit teilen. Dann teilen wir es. Wir schauen es zusammen live an. Also der Christoph von Better Board Games lädt ein zum Creator Board Camp. Was das ist, können wir uns gemeinsam angucken. Das ist eine öffentliche Webseite. Könnt ihr also auch selber draufgehen. Link habe ich euch hier mal in den Chat geballert. Vielleicht ist es ja für euch auch interessant. Wenn ihr Creator seid, könnt ihr euch da anmelden. Und ich übertrage mal meinen Bildschirm. Und jetzt haben wir hier das Creator Board Camp. Irgendwie ein KI-Bild vorne drauf. Okay, so, wir schauen mal, was erwartet uns Creator Board Camp. Das Barcamp für Content Creator, die Brettspiele lieben. Was ist denn ein Barcamp? Ich kenne mich wieder nicht aus. Was ist denn ein Barcamp? Für alle Content Creator, du berichtest über Brettspiele, du bist eingeladen. Okay, also auch ich. Online Barcamp, du kannst von überall dabei sein, jeder kann sich einbringen. Okay, es ist online, das ist schon mal gut. Online ist schon mal immer gut, weil ich fahre nirgendwo hin. Mit dem Creator Boardcamp wollen wir eine Plattform schaffen, die Content Creator der Brettspielwelt zusammenbringt. Eine Möglichkeit, Wissen und Erfahrungen zu teilen, sich gegenseitig weiterzuhelfen. Klingt super geil, aber Christoph ist jetzt ja eigentlich irgendwie nicht als Messias in der Brettspielszene bekannt, der sein Wissen wirklich weitergibt. Aber gut, die Chance, gemeinsam neue Ansätze und Ideen zu entwickeln, um Themen, die uns wichtig sind, voranzutreiben. Naja, aber es sind 2 Top-Listen-Kanäle, die ich jetzt hier gerade sehe. Also Better Board Games und Brettspielmagie, 2x Top-Liste. Okay, lustig. Egal. Der erste Termin hier, Freitag, 10. Mai. Schon mal nicht an Hitlers Geburtstag, das ist schon mal gar nicht schlecht. Bei Gathertown, okay, das ist eine lustige kleine Plattform, das ist so ein Retro-Pixel-Konferenz-Tool. Vielleicht habt ihr das mal in der Corona-Pandemie gesehen. Kostenfrei, ja, ist doch alles ganz lieb. Also Einlass Networking, Opening Panel. Dann gibt es eine Session Slot 1, Session Slot 2, Session Slot 3, Closing Panel und Open Networking. Ein relativ kompakter Event. Was ist denn das für ein Wochentag? Freitag. Okay, gut. Was ist Gathertown? Genau, so sieht das Ding aus. Das ist halt hier so eine Plattform, wo man halt so mit so einer Pixelgrafik rumlaufen kann, seine Webcam anmacht. Das ist so ein bisschen so, falls ihr mal Castle Tricon erlebt habt. Was ist ein Barcamp? Ja, genau. Bei einem Barcamp gestalten die Teilnehmer die Inhalte eigentlich am ersten Tag direkt auf dem Event selber. Bei einem Online-Barcamp hat es sich aber bewährt, diesen Teil vor dem Event zu organisieren. Das Grundprinzip bleibt gleich. Alle können Inhalte für die Session vorschlagen und vorbereiten. Vor dem Event stimmen alle Teilnehmer über das konkrete Programm ab. Okay, alle Teilnehmer können Sessions vorschlagen und vorbereiten. Die Teilnehmer stimmen vorab, welche Vorschläge ins Programm kommen. Verstehe. Darüber können wir uns austauschen. Ah, es gibt schon Vorschläge. Wir haben schon konkrete Vorschläge für die ersten Sessions. Diese Anregungen lassen hoffentlich auch bei dir für weitere Themen, Ideen für weitere Themen sprudeln. Erfahrungsbericht und offener Austausch. Der Christoph bietet an. Das hätte ich gerne früher gewusst. Christoph teilt seine wichtigsten Lessons learned zu den Themen Content Creation, Brettspiele, YouTube, Gewerbe, Steuern und alles, was dazu gehört. Ich bin auf deine Erkenntnisse gespannt. Das ist ein schwieriges Panel. Ich erkläre kurz, wo das Problem des Panels ist. Das ist genau das, was ich immer sage. Die Leute gucken sich dann an, was hat Better Board Games gemacht und versuchen es dann genauso zu machen. Das habe ich bei den letzten Workshops, die er gehalten hat, schon gesehen. Da war das auch immer so, dass er sagt, ja, Shorts funktionieren nicht und das funktioniert nicht und Talking Head Content muss man so machen. Das war mir alles ein bisschen zu sehr, ja, mach's doch wie Better Board Games, dann bist du erfolgreich. Ich finde dieses Lessons Learned als Austausch ein super Thema. Ich fühle den Christoph, glaube ich, nicht für das Thema. Ich glaube, er ist für mich eher Production Value. Das ist eher so sein Ding, wo er drin aufgeht. Er ist für mich nicht Lessons Learned. Okay, Erfahrungsbericht, also er labert und dann kann man halt offen austauschieren. Workshop mit Dennis. Was ist Kreativität und wie... Entschuldigung, ich war ganz kurz irritiert. Was? Ist der Dennis kreativ? Vielleicht habe ich was verpasst, aber ich habe den Dennis... Viele Adjektive für den Dennis, aber Kreativität habe ich ihm jetzt noch gar nicht so sehr angedichtet. Okay, Kreativität ist mehr als bunte Bilder. In unserem Workshop zeigen wir dir, wie du mit neuen Techniken kreativ... Das, boah, allein der Text ist schon so unkreativ geschrieben. Finde heraus, wie vielseitig Kreativität sein kann und nutze sie für deinen Erfolg. ChatGPT, schreib mir 2 Sätze zum Thema Kreativität. Was ist denn los, Dennis? Das ist ja das unkreativste Ansatz, was ich je gelesen habe. Okay, jetzt kommt wieder Erfahrungsbericht und offener Austausch. Was ist unsere Arbeit eigentlich wert? Okay, trotz Hobbystatus bewirken wir einiges. Welchen Einfluss hat unsere Reichweite? Wann ist es okay, Geld zu verlangen? Und wo ist die Grenze? Wie geht man am besten mit Pressemustern um? Und wie viel kann man für Paid Content verlangen? Lasst uns diese Fragen gemeinsam erörtern. Das finde ich jetzt zum Beispiel spannend, dass der Christoph sowas anleitet, weil der Christoph immer sehr Wert darauf legt, den Hobbystatus hochzuhalten bei einem Brettspielkanal, der halt 5-stellige Einnahmen hat jedes Jahr mit einem
mit dem einen der größten Patreon-Accounts, allein da passives Einkommen ohne Ende. Klar müssen sie damit auch Kosten bezahlen. Ich sage nicht, dass sie damit reich werden, aber Hobby ist das halt nicht, weil sie machen eine Steuererklärung und das geht weit über Hobby hinaus, was dort passiert. Sie haben halt noch andere Berufe, wenn sie es so definieren wollen. Aber Hobbykanal, da tun sie sich selber, glaube ich, keinen Gefallen. Trotz Hobbystatus bewirken wir einiges. Also da merkst du wieder dieses Selbstverständnis. Das ist kein Hobby, Christoph. Es ist kein Hobby. Aber ich finde geil, wenn du drüber redest, was okay ist, Geld zu verlangen und so weiter und wo die Ethik liegt. Das klingt nach einem spannenden Erfahrungsbericht. Also das finde ich zum Beispiel ganz cool. Da finde ich auch, die Meinung von Christoph würde mich hier auch durchaus interessieren. Also die würde mich hier mehr interessieren, als bei seinem Erfahrungsaustausch hätte ich das mal früher gewusst, Lessons learned. Weil da kommt nur raus, spar dir irgendwelche, macht keine Meta-Dinger, macht keine Tralala, so am Ende kommt raus, macht es einfach nicht so, wie es der Geekpunkt macht, dann seid ihr erfolgreich, aber dann macht es halt wie Better Board Games. Also das fühle ich halt nicht. Das fühle ich schon eher, das finde ich spannend. So Erfahrungsbericht und offener Austausch, KI-gestützte Videoproduktion. Dennis, bist du da Profi? Diskutieren wir die Synergien zwischen KI-Tools und der Erstellung von Brettspielvideos. Erfahre, wie KI uns nicht nur bei der Namensgebung unterstützt, sondern auch als kreativer Sparingspartner in der Videoproduktion. Das ist doch schon wieder von ChatGPT geschrieben. Ob Auswahl von Themen, Beschreibung oder die Erstellung einzigartiger Inhalte, teile deine Erfahrungen und entdecke neue Möglichkeiten, deine Videos mit KI-Unterstützung auf das nächste Level zu heben. Ein Austausch für alle, die ihre Brettspielberichterstattung innovativ gestalten möchten. Boah, ist das schlecht geschrieben. Dennis, du bist YouTuber und kein Blogger. Um Himmels Willen ist das schlecht geschrieben. KI-gestützte Videoproduktion. Da ist Dennis Profi für Erfahrungsbericht. KI-gestützte Videoproduktion. Macht Brettspielmagie? Habe ich was verpasst? Ist Brettspielmagie echt KI? Okay, das würde einiges halt erklären, warum der Content so generisch ist. Aber ist das alles KI-gestützt bei ihm? Ich muss da mal drauf. Ist das KI-gestützt bei ihm? Kurzfazit, jetzt wirklich Brettspiele im Check. Mag ich nicht. Bye, bye. Weniger ist mehr. Must-Play-Brettspiele für alle Gamer. Bla. Boah, ist das alles generischer Kram. Himmel, Arsch und Zwerg. Okay, wir gehen mal kurz rein. Wo ist denn da die KI? Und da ist doch kein KI-gestütztes Video. Okay, ich bin sehr auf seinen Erfahrungsaustausch gespannt hier. Okay. Weitere Themenideen. Was interessiert unsere Zuschauer, Leser, Zuhörer wirklich? Ja, zum Beispiel, dass wir mal gendern. YouTube-Blogger, Podcaster, Deep Dive. So werden wir noch besser. Boah, mit solchen Headlines wirst du unwiderstehlich. Boah, ich krieg echt gleich einen Brechreiz. Worüber möchtest du reden? Auch dein Thema ist willkommen. Beim Barcamp kann sich jeder einbringen und eine Session gestalten. Vor dem Event bekommst du die Möglichkeit, eigene Vorschläge einzureichen. Das ist natürlich eine schlaue Idee. Finde ich gut. Also ich finde das schon, also das ist cooler von der Idee her als das, was halt die Spiel des Jahres Jury anbietet mit ihrem Creator-Ding. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, dass es von Better Board Games initiiert wird als aktuell erfolgreichster Kanal, weil dadurch kriegt es Relevanz, die es nicht gehabt hätte, wenn jetzt der Brettspiel-Teddy eingeladen hätte oder die Brettspielgarde oder so. Ja? Aber jetzt werden sie alle kommen. Spannend. Da muss ich ja wahrscheinlich mitmachen. Wie kann eine Session aussehen? Die Gestaltung deiner Session ist dir überlassen. Selten sind es reine Vorträge, die gemeinsam austauschen. Du kannst eine Session mit einem Lightning-Talk starten und deine Gedanken zu einem Thema teilen. Dadurch könnte man hier für die Diskussionsmethode Fishbowl auch in einer großen Gruppe gut diskutieren. Boah, Leute, von welchem Vortrag kommt denn ihr? Wir sind Creator. Ich mache jetzt hier keinen Business-Vortrag, einen TED-Talk mit euch. Alter, so bist du dabei. Anmelden, eintragen. Genau, unten halt seine Adresse. Creator Boardcamp. Also Leute, ich sag euch mal kurz meine Gedanken. Also ich werde da mich anmelden, denke ich, weil ich die Idee grundsätzlich gut finde. Die Idee ist gut. So, das ist erstmal, also ich finde das, vor allem weil es online ist, das ist auch einfacher für alle, es ist schlauer als diese Dinger da von der Spiel des Jahres Jury. Das ist ein bisschen pfiffiger. Ich finde die Idee cool, dass man sich hier einbringen kann, so Barcamp-mäßig. Cool. Ich bin jetzt nicht unbedingt interessiert an dem Vortrag von Christoph oder von Dennis, aber das Schöne ist ja, das muss ich ja nicht. Muss ich ja nicht sein, weil hier wird es ja durchaus auch von vielen anderen Creatoren coole Vorträge geben, Panels und so weiter. Und ich bin durchaus versucht, auch selbst was anzubieten. Also ich kann mir bei mir sofort natürlich was zum Thema Livestreaming vorstellen. Das ist sicher für viele ein super spannendes Thema, über das man was machen kann, wo ich sehr gerne auch mal Wissen weitergebe, auch um vielleicht mal dem einen oder anderen den Kopf zu waschen, warum er kein Livestreaming machen sollte oder sein Livestreaming endlich mal optimieren sollte, weil es nicht auszuhalten ist, wie schlecht es gemacht wird oder so.
Da interessiert mich auch das Feedback aus der Community. Da sehe ich mich zumindest so als jemand, der da Erfahrungswerte mitbringen kann. Der Austausch ist mir gar nicht so wichtig, lustigerweise. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier sehr wenig lernt. Ich glaube, dass das eher was für Leute ist, die noch nicht genau wissen, was sie machen wollen. Ja. Ich komme mir halt ein bisschen komisch vor in der Runde. Da werden ganz viele Creator-Kollegen und Kolleginnen sein, mit denen ich nicht unbedingt gerne im selben Raum bin. Sage ich auch dazu. Aber dadurch, dass es online stattfindet, kann man das entspannt machen. Ich finde cool, dass sie sowas versuchen. Und mir gefällt es vor allem, wie gesagt, weil es eigentlich schlauer ist, als das, was die Spiel des Jahres Jury macht. Das ist ein kleines bisschen hipper. Die Frage ist, wer sich da so alles anmeldet, ob da auch ganz viele Newbies dann dabei sind, die noch nicht mal, keine Ahnung, irgendwo 1000 Follower auf einer Plattform haben und da so ein bisschen eher so wirklich um was zu lernen reinzukommen, die man so gar nicht kennt, die halt sonst nicht eingeladen würden. Aber prinzipiell, du berichtest über Brettspiele, du bist eingeladen. Also das kann auch ein Instagram-Account mit 100 Followern sein, um da halt teilzuhaben, Fragen zu stellen und so weiter. Ja. Was meint ihr? Habt ihr eine Meinung dazu? Ich meine, ihr seid jetzt keine Creator, aber teilt ihr jetzt so ein bisschen meine Einschätzung, dass ich, also ich finde es gut, ich finde gut, dass Christoph einlädt. Gathertown, schauen wir uns das Tool noch an. Your Virtual HQ. Gather brings the best in-person collaboration. Ich meine, das kostet ja auch Geld. Wie bezahlt er das? 10 Users? Ich meine, das kostet ja hier Geld. Und zwar gar nicht mal wenig. Up to 500 Users Premium kostet. Macht er das mit der Trial-Version oder was? Wie bezahlt er das? Ich meine, das ist unglaublich viel Geld. Oder muss jeder 6 Dollar halt bezahlen? Also es stand zwar, es ist kostenlos, aber pro Nutzer wären ja hier 6 Dollar fällig. Oder muss jeder sich selber einen Account machen? Da bin ich sehr gespannt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Also Austausch findet ihr gut, Idee ist gut, ob die Umsetzung das halten kann. Ja, ich meine, sie haben auf jeden Fall eine spannende Plattform hier. Und dass die Kombi zu sagen, ihr entscheidet, was für euch als Panel interessant ist und was ihr hören und über euch austauschen wollt, das finde ich auch ganz gut. Ja, das ist ja alles ganz, ganz fein. Vielleicht entsteht ja jetzt die Creator-Gewerkschaft. Also ich glaube, das ist es. Better Board Games ruft zum Streik auf. Wir Völker hört die Signale. Auf zum letzten Gefecht hier. Wir machen jetzt die Creator-Gewerkschaft auf und setzen mal die Brettspielverlage ein bisschen unter Druck. Das ist es. Das wollen wir doch alle. Wir wollen doch alle mehr Kohle und mehr kostenlose Spiele. Wo muss ich mich anmelden, damit ich jetzt mehr Kohle und mehr kostenlose Spiele bekomme, Leute? Ja, Creator Board Camp. Mich stört so ein bisschen dieses KI-Bild da oben. Das ist auch irgendwie so halb nichtssagend und so. Also ich habe ein bisschen Bauchschmerzen habe ich, ob das eine Runde ist, in der ich funktioniere. Weil ich möchte jetzt da nicht als Störenfried mich anmelden. Da habe ich ja nichts von. Ich will jetzt da nicht reingehen, irgendwelche Veranstaltungen clashen. Ist mir doch scheißegal. Das ist deren Ding. Die Leute sollen da Freude haben und so. Deswegen lieber halte ich meine Schnauze und gehe dann aus irgendeinem Workshop raus, wenn der scheiße ist. Das kann man ja online, Gott sei Dank, auch ganz gut machen. Ja, also ich habe es jetzt 5-mal angeguckt. Ich finde es spannend, dass ich die E-Mail bekommen habe. Also ich bekomme ja keine Einladungen mehr zu anderen Geschichten, aber jetzt bin ich mal wieder im Verteiler. Also von daher, es gibt mich noch. Das heißt aber auch, es ist wirklich an den großen Verteiler gegangen. Also hier ist jeder eingeladen, anscheinend auch Idioten wie ich. Das kann lustig werden. Sure. Vielleicht schneiden sie es ja auch mit. Keine Ahnung, ob es dann auch im Nachgang irgendwelche Sachen gibt, die man sich noch angucken kann. Also sollte ich dort ein Panel halten können, dann würde ich das auch versuchen, hier bei mir lokal mitzuschneiden, damit ihr das auch im Nachgang gucken könntet, für Leute, die es vielleicht verpassen. Mir fehlen hier noch irgendwie ihr merkt, ich scroll jetzt hier die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit, mein Hirn arbeitet so ein bisschen. Ich frage mich halt die ganze Zeit, sie haben das jetzt hier initiiert, und ich verstehe, was sie machen wollen, die Chance, gemeinsame Ideen zu entwickeln. Okay, alles cool. Und jetzt kommt es halt, sie haben schon mal ihre Ideen in den Raum gestellt, was sie wichtig finden zum Austausch. Und jetzt schauen wir mal. Sie finden wichtig. Christoph erzählt einfach, wie geil es ist, Better Board Games zu sein. Das ist ein Erfahrungsaustausch. Den Workshop hat er schon mal gehalten. Das heißt, er erzählt, wie er Sachen macht. Seltsam. Dann gibt es hier einen Kreativitätsworkshop von jemandem, den ich immer gern als Humor-Azubi bezeichnet habe. Also weiß ich auch nicht. Ist für mich nicht, also ein Kanal wie Brettspielmagie, wenn Dennis die Chance hat, nachdem sein Kanal gelöscht wurde, neu durchzustarten mit Kreativität und dann einfach alles an den Tag legt, außer kreativ zu sein, dann bin ich halt auch so ein bisschen irritiert, was so ein Workshop soll. Weißt du, den fühle ich bei Dennis nicht. Das finde ich spannend. Was ist die Arbeit wert? Dieses Thema Geld, das finde ich ein spannendes Thema. KI, ja, KI ist irgendwie überall ein Thema. Ich finde aber hier dieses KI-Gelaber und lass uns diskutieren und dann Dennis als Schirmherr dafür auch unspannend. Da gibt es für mich andere Creator, die deutlich mehr KI einsetzen, finde ich. Zum Beispiel eine
eine Marei. Auch wenn wir über ihre Videos vielleicht manchmal lachen, dass sie am Thema vorbeigehen, so ist sie halt heavily mit KI voll. Und der Dennis halt ein Top-10-Listen-Kanal. Ich weiß gar nicht, was der mit KI-Chatbots macht. Der sagt, hey, KI-Chatbot, mach mir eine Top-10-Liste oder was? Also das fühle ich nicht. Das muss dann eher aus vielleicht seinem beruflichen Background irgendwie kommen. Und dann hier, was sind weitere Themenideen? Also damit man mal merkt, wie denkt Christoph, wie denkt Dennis? So, was sind die Themen, die sie bewegen? Was interessiert unsere Zuschauer wirklich? Wie werden wir noch besser? Mit solchen Headlines wirst du unwiderstehlich. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, andere Prioritäten in meiner Arbeit. Mich interessieren ein paar andere Themen viel mehr. Aber wie gesagt, das Schöne an einem Barcamp ist ja jetzt, dass man sich hier einbringen kann. Ich bin gespannt, was die anderen Creator so für Themen haben. Ob denen allen wirklich nur darum geht, ja, Christoph, erzähl mir, wie es wirklich geht. Ich halte es für einen Fehler, den Christoph als Blaupause zu nehmen. Ich finde, das soll nicht despektierlich klingen. Was Better Board Games erreicht hat, ist super. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, und jetzt halte dich an dieselben Vorgaben, dann wirst du das auch schaffen. Nein, so funktioniert das nicht. So funktioniert das Ganze nicht. Also lass dich inspirieren und mach dein eigenes Ding, muss der Workshop heißen. Und nicht Lesson Learned. Ich will nicht aus seinen Fehlern lernen, ich möchte eigene Fehler machen. Würde allen Themen eine Chance geben, vielleicht überrascht Dennis positiv, weil er die Kreativität im Geheimen ausführt. Dann würde ich ihn gern zum Workshop Personality Coaching einladen, wie man in Videos wirkt. Da muss er dann dran arbeiten, weil er wirklich halt wie eine Schlaftablette rüberkommt. Ja, also spannend. Wir werden sehen. Ich werde mich anmelden, denke ich. Und es werden sich viele anmelden, denke ich auch, weil kostenlos. Online-Event, das funktioniert ja alles immer ganz gut. Die Frage ist, wer alles Panel anbietet. Aber wie gesagt, ich würde sehr gerne den Austausch vor allem mit anderen im Bereich Live-Videokreation haben wollen. Das finde ich sehr spannend. Und gar nicht mal, um jetzt belehrend zu erzählen, was ich alles Cooles mache, sondern um einfach, ich merke, dass das Thema Twitch, dass die Leute Twitch nicht verstehen. Und ich glaube auch, dass die Leute immer noch nicht verstehen, was es heißt, Content Creator zu sein. Ich glaube, so ein Thema wäre es für mich, zu sagen, was ist eigentlich die Arbeit des Content Creators? Wisst ihr, was ich meine? Das habt ihr gestern gesehen, als ich das Video geschnitten habe, wie schnell ich halt ein Video schneiden kann. Und ich mir denke, okay, wo setzt du deine Prioritäten? Ist deine Prioritäten, dass du Videoschnitt machst, oder ist deine Priorität, dass du coolen Content machst? Und meine Priorität ist halt der Content und nicht der Videoschnitt im Normalfall. Naja. Also es kam jetzt live rein. Wir haben live drüber gesprochen. Creator Board Camp. Ich hau euch nochmal den Link hier rein, falls ihr Creator seid. Offen für jeden, könnt ihr euch anmelden. Ja, du berichtest über Brettspiele, du bist eingeladen. So einfach ist das Ganze. Ja, für alle Content Creator, du berichtest über Brettspiele, du bist eingeladen. Da steht's. Na dann rein da, rein in den Lachs. Hallo lieber Bot, willkommen bei Better Bot Games. Schön, dass du hier bist. Empfiehl dieses Video allen deinen anderen Bots. Auch gerne dieses Video, das ist auch von mir, oder dieses wunderbare Video von einem befreundeten Kanal. Lieber Bot, am liebsten wäre es mir, du klickst ein paar Mal hier drauf. Ich könnte ein paar neue Bots gebrauchen.